Im ersten Video der Reihe werden wir das Thema Potenzen wiederholen. Solltest du dich dabei noch unsicher fühlen, dann bearbeite bitte zunächst das Arbeitsblatt Potenzen und Wurzeln. Dazu gibt es ebenfalls bereits Lernvideos. In diesem Video werden wir die Begriffe Potenz, Basis und Exponent sowie die dir bereits bekannten Potenzrechenregeln sichern. Wir werden Potenzen mit negativen Exponenten und auch Potenzen mit rationalen Exponenten behandeln. Im ersten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgende Beispiele. Deine Aufgabe ist es, diese Beispiele ohne Zuhilfenahme des Taschenrechners zu lösen. Ich bitte dich nun, das Video zu stoppen und selbstständig zu versuchen, die Beispiele zu lösen. Gut, wir wollen zunächst einige wichtige Begriffe wiederholen. Den Ausdruck x hoch n bezeichnen wir als Potenz. Das x nennen wir die Basis der Potenz und das n bezeichnen wir als den Exponenten. Nun wollen wir die Rechenregeln für Potenzen wiederholen. Die erste Rechenregel besagt, dass x hoch n gleich x mal Punkt, Punkt, Punkt mal x und das ganze n mal ist. Das heißt, x hoch n ist das gleiche wie die Zahl x n mal mit sich selbst multipliziert. Daraus folgt, dass x zum Quadrat gleich x mal x ist. Und x hoch 3 ist dann x mal x mal x und so weiter. Die zweite Rechenregel besagt, dass x hoch 0 dasselbe wie 1 ist. Das heißt, jede Zahl hoch 0 ergibt immer 1. Die dritte Rechenregel besagt, dass x hoch minus n, dass x hoch minus n gleich 1 durch x hoch n ist. Das heißt, x hoch minus n ist genau der Kehrwert von x hoch n. Die vierte Rechenregel besagt, dass die n-te Wurzel aus x hoch m gleich x hoch m durch n ist. Das heißt, man kann jede Wurzel auch als Potenz mit rationalen Exponenten schreiben. Man kann sich also merken, die Wurzel wandert hier in den Exponenten rauf und dabei kommt das n unter dem Bruchstrich, also in den Nenner. Die fünfte Rechenregel besagt, dass x hoch m mal n dasselbe ist wie x hoch m in Klammer und das Ganze hoch n. Das heißt, wenn wir hier ein Produkt im Exponenten haben, dann können wir den ganzen Term als geschachtelte Potenz anschreiben. Das heißt, wir haben hier x hoch m und das Ganze dann nochmal hoch n. Da wir hier im Exponenten ein Produkt haben, können wir natürlich die Faktoren vertauschen und deshalb dürfen wir auch die Reihenfolge der Verschachtelung vertauschen. Die sechste Rechenregel besagt, dass x hoch m mal x hoch n gleich x hoch m plus n ist. Gesprochen kann man sich diese Regel merken als: bei Multiplikation mit gleicher Basis werden die Hochzahlen addiert. Wenn man sich hier die beiden Faktoren x hoch m und x hoch n anschaut, dann sieht man, dass sie beide die gleiche Basis, nämlich x, haben. Gut, ich bitte dich nun erneut, das Video zu stoppen und die Beispiele, die du noch nicht geschafft hast, jetzt mit Hilfe der Rechenregeln zu lösen. Gut, nun wollen wir die Beispiele gemeinsam lösen. 4 hoch 1 bedeutet die Zahl 4 einmal mit sich selbst multipliziert. Also kommt 4 als Ergebnis raus. Für 4 hoch 2 verwenden wir unsere erste Rechenregel. 4 hoch 2 ist demnach das gleiche wie 4 mal 4, also 16. Für 4 hoch 0 verwenden wir unsere zweite Rechenregel. Diese besagt, dass jede Zahl hoch 0 immer 1 ergibt.
Für das nächste Beispiel brauchen wir unsere dritte Rechenregel. 4 hoch minus 1 ist demnach gleich 1 durch 4 hoch 1. Also ist 4 hoch minus 1 genau der Kehrwert von 4 hoch 1. Und das ist dasselbe wie 1 durch 4, also 0,25. Für das nächste Beispiel brauchen wir unsere vierte Rechenregel. Diese besagt, dass man jede Potenz mit rationalen Exponenten, also mit Bruch in der Hochzahl, auch als Wurzel anschreiben kann. Das heißt, 4 hoch ein halbes ist dasselbe wie die zweite Wurzel aus 4. Den 2 hätte ich mir hier natürlich auch sparen können. Ich habe nur der Vollständigkeit halber hingeschrieben. Wenn man hier jetzt das Ergebnis wissen will, dann muss man sich nur überlegen, welche Zahl mit sich selbst multipliziert ergibt 4. Und wir kommen auf die Lösung 2. Für das nächste Beispiel wollen wir zunächst mal das Ganze ein bisschen anders hinschreiben. 4 hoch 3 halbe können wir auch schreiben als 4 hoch 3 mal 1 halb. Wenn wir jetzt im nächsten Schritt unsere fünfte Rechenregel anwenden, dann können wir das Ganze schreiben als 4 hoch 1 halb in Klammer hoch 3. 4 hoch 1 halb wissen wir schon, da kommt 2 raus, also haben wir 2 hoch 3 und 2 hoch 3 ist 2 mal 2 mal 2, also 8. Für das nächste Beispiel brauchen wir unsere sechste Rechenregel. 4 hoch minus 2 mal 4 hoch 5 ist demnach gleich 4 hoch minus 2 plus 5. Und das können wir auch schreiben als 4 hoch 3. 4 hoch 3 ist dasselbe wie 4 mal 4 mal 4, also kommt aus Ergebnis 64 raus. Für das nächste Beispiel brauchen wir wieder die sechste Rechenregel. 4 hoch 1 Drittel mal 4 hoch 1 Sechstel ist demnach dasselbe wie 4 hoch 1 Drittel plus 1 Sechstel. 1 Drittel können wir jetzt mit 2 erweitern und haben demnach 2 Sechstel. Das heißt, 4 hoch 1 Drittel plus 1 Sechstel ist dasselbe wie 4 hoch 3 Sechstel. Jetzt können wir den Bruch im Exponenten kürzen. 3 Sechstel ist dasselbe wie ein halbes, also 4 hoch ein halbes. Und das Ergebnis von 4 hoch ein halb wissen wir schon, das ist 2. Gut, das war's mit dem ersten Video zum Arbeitsblatt Exponentialfunktionen. Mit dem zweiten Fenster geht es im nächsten Video weiter.